Hallo, da sind wir wieder zu einer neuen Stellplatzbeschreibung und diesmal wieder aus den Niederlanden. Es hat uns in die Provinz Limburg verschlagen und zwar stehen wir über das Wochenende, wir haben morgen Silvester, an der Camper Ranch Otje zwischen Kessel und Meer gelegen. Bis zur Maas sind circa 1 Kilometer in die Richtung. Ihr kommt hier von der Bundesstraße, entweder aus der linken oder rechten Richtung. Dort liegt Venlo. Hier runter geht's nach Roermond, sind knapp, ich meine, 25 Kilometer. Und auch durch die Lage an der Bundesstraße braucht ihr da schon gar keine Angst haben und an der Stelle abschalten, weil abends fährt hier kaum ein Auto und man hört sie hinten auf dem Platz nicht. Wenn die Bäume auch wieder Blätter haben, was natürlich auch noch Geräusche schluckt, hört man gar nichts mehr. So, folgt mir mal, ich zeige euch mal, wie man hier hereinkommt. Ihr könnt mit eurem Wohnmobil bis 5 Meter vor diesem Tor fahren. 5 Meter daher, weil das Tor aufschwenkt und ansonsten euer Wohnmobil vorne ein neues Muster hat. Ihr steigt aus, meldet euch hier an der Sprechanlage an und sagt, dass ihr auf den Camperplatz möchtet. Und es wird euch geöffnet oder einer der beiden Betreiber kommt raus mit dem Caddy und folgt euch. Sollte mal jemand im Büro sein, dann könnt ihr hier die dort angeschlagene Handynummer von der Cori oder dem Jan anrufen und sie werden euch dann auch öffnen. Sind wir direkt bei den Gebühren? Der Platz kostet 14 Euro all inclusive, das heißt Entsorgung, Frischwasserversorgung, Dusche, WC, Spülen, Wohnmobil und das WLAN. Wenn ihr noch Strom benötigt, kommt eine Tagespauschale von 3,50 Euro dazu und für 17,50 habt ihr alles, was ihr braucht. Alfred hatte eben ja noch aufs Café geblendet. Neben dem Camperplatz gibt es noch das Café Otje und das Otje Plaza, ein Vizcafé plus einem Lokal, wo abends auch schon mal Veranstaltungen sind. Gestern Abend war Live-Musik mit Barbecue-Buffet. Da gibt es verschiedene Veranstaltungen, die könnt ihr dann auf der Homepage zur, hier steht die Adresse gerade nicht, die zeigen wir euch aber und blenden die natürlich nachher wieder ein. Könnt ihr auch mal gucken, was hier noch ist. Heute Nachmittag ist Glühwein auf der Lounge auf dem Platz. Morgen ist Silvesterparty und Neujahr ist dann nochmal eine Neujahresbegrüßungsparty mit Straßenmusik auf dem Platz. Also, wem langweilig ist, kann gerne hier hinfahren. Kommt, wir gehen jetzt mal rein. Zu einer Ranch gehört natürlich auch ein schönes Pony. Und da wir hier in einer ländlichen Umgebung sind, ist da hinten noch ein zweites. Es gibt noch Schafe und so weiter. Aufgrund der Witterungen kann ich euch die Tiere aber alle nicht zeigen. Die Hühner haben sich rausgetragen, aber solltet ihr Kinder mit haben, ist das ja auch ganz nett anzuschauen. Wir haben gerade den Sensor ausgelöst. Wenn ihr aus dem Gelände rausfahren sollt, geht über die Lichtschranke das Tor automatisch aus. Also da braucht ihr nicht zu bellen. Moin. Moin. Wie das Klingeln genannt wird in den Niederlanden, da könnt ihr so rausfahren. Für die Fußgänger gibt es daneben noch ein Türchen, das genutzt werden kann, wo ihr natürlich auch mit dem Rad durchpasst. Und zu eurer Sicherheit ist der Platz selbstverständlich videoüberwacht. So. Dann haben wir auch schon gleich hier vorne, wenn ihr ankommt, den Entsorgungsbereich, den wir euch als nächstes zeigen. Für die Grauwasserentsorgung fahrt ihr einfach hier neben die Scheune und stellt euch über den Gullideckel und lasst euer Wasser ab. Chemietoilette ist nachher hinten am Sanitärgebäude. Hier ist nur der Bereich Grauwasser weg. So, gehen wir weiter. Der Platz verfügt über 25 Stellplätze, wobei es auch für Freunde, die gemeinsam reisen, Doppelstellplätze gibt. Zwei hier und zwei hier, wo ihr dann hintereinander direkt stehen könnt und auch vis-à-vis eure Wagenburg aufbauen könnt. Geplant oder neu sind auch noch kleine Hobbithäuschen, die wir euch gleich zeigen, die man mieten kann, wenn man mit Freunden unterwegs ist, die eben nicht ein Wohnmobil haben.
Der Platz ist mega sauber. Lasst euch bitte nicht von den Eingangsbildern mit dem Wasser täuschen. Es hat hier 3 Wochen durchgeregnet und da ist jeder Untergrund nicht gegen gewappnet, dass irgendwann nichts mehr versickert. Ansonsten super schöner Rasen, seht ihr gleich auch, und alles picobello sauber, und für Winter, Regenwetter kann leider niemand. Jetzt zeigen wir euch erstmal die Abfallentsorgung und die Frischwasserversorgung. Wenn ihr auf das Gelände fahrt, habt ihr direkt am Eingangsbereich auf der linken Seite die Frischwasserzapfstelle und nicht die Entsorgung, wie ich gesagt habe, sondern natürlich die Abfallentsorgung. Da stehen nämlich die Müllcontainer. Dahinter befindet sich eine schöne Tür, die ist jetzt zu, da könnt ihr euch auch beim Betreiber einen Schlüssel holen, einen Trockner und eine Waschmaschine enthalten, sowie Kaffeemaschinen und Wasserkocher, die man sich hier ausleihen kann. Coole Sache, ne? Hat alles gedacht, top. Daneben, die Tür ist verschlossen, dahinter verbergen sich weitere Duschen und Toiletten, die jetzt im Winter verschlossen sind. Kennen wir ja aus unseren anderen Videos, dass die natürlich, wenn die Plätze nicht voll belegt sind, nicht genutzt werden. Und wie ihr auch seht, sind hier die Plätze am Tag vor Silvester, wir haben heute Samstag, nicht voll belegt, und im Sommer ist es hier schon relativ voll. Ihr steht hier unter altem Eichenbaumbestand. Denkt dran, im Herbst werfen Eicheln natürlich, oder Eichelbäume, Eichenbäume auch ihre Eicheln ab. Das ist kein Eichenbaum, das ist eine Buche. Buche? Ja, da hinten wird es ein Eichen. Okay, okay. Der Fachmann spricht. Der Platz ist super schön angelegt und auch liebevoll mit Lichterketten beleuchtet. Und für mich der Clou, hier habt ihr abends Nordlichter, weil die Spots nicht in grellem Stadion Neonweiß leuchten oder in dem bekannten Orange, das wir oft in den Benelux-Ländern finden, die sind grün. Und wenn du ein Glas Wein intus hast, denkst du, du hast Nordlichter. Hier draußen am Sanitärgebäude haben wir nochmal einen Abwaschplatz, wo ihr euer Geschirr spülen könnt. Und daneben die Chemie-Toilettenentsorgung mit dem entsprechenden Anschluss zur Reinigung eurer Kassetten. Korrektur, die Außentür zu den weiteren Duschen ist deshalb zu, weil die erst gemacht werden. Das wird erweitert, weil wir haben momentan hier 2 Toiletten, 2 Duschen. Männlein eine, Weiblein eine, Dusche beide gemischt. Und hier kommen weitere dazu, wo gerade der fleißige Handwerker im Hintergrund nämlich auch die Fliesen schneidet. Also gute Idee und wirklich schön angelegt. Und ich sag mal, was ich gar nicht verstehe, ist dieser Innenspülbereich. Hier habt ihr ein schönes Spülbecken. Das ist zu. Oder auch wenn du das abwaschen sollst. Ja, hier gerne abwaschen, gerne. Ja, ja, ja. Und für den Mann, der da eine holden Dame zuschaut, gibt es ein nettes Ruhesofa, wo er Platz nehmen kann, um seiner Liebsten bei ihrer täglichen Hausarbeit zuzuschauen. An der Stelle kommt jetzt der Punkt, wo ich sage, wenn euch das hier gefällt oder ihr schon mal hier wart, schreibt uns mal in den Kommentaren, wie eure Erfahrungen hier waren. Lasst uns ein Like da, weil mit jedem Like motiviert es uns auch bei Wind und Wetter weiter, euch schöne Stellplätze vorzustellen. Und wenn ihr sagt, Mensch, die haben immer gute Ideen, da möchte ich am Ball bleiben, folgt uns auf Instagram, da zeigen wir euch immer aktuell, wo wir gerade sind. Lasst uns ein Abo da, und wenn ihr absolut nichts mehr von uns verpassen möchtet, dann drückt auch noch die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn wir ein neues Video hochstellen. Tut nicht weh und motiviert uns wirklich weiter, bei Wind und Wetter für euch durch die Welt zu reisen. Naja, die Welt, sagen wir mal, durch Deutschland und den angrenzenden Nachbarländern. Wir haben hier dann nochmal eine Büchertauschecke und auch die Anmeldeformulare, die ihr bitte ausfüllt mit dem entsprechenden Briefumschlag, wo ihr in bar, hier könnt ihr nur in bar bezahlen, dann mit eurem abgezählten Stand Gebühren von 14 € oder 17,50 € das Geld in den Briefumschlag steckt und anschließend hier in den Briefkasten werft. Hier könnt ihr, wenn es euch gefällt, Aufkleber zum Platz mitnehmen. Hier ist auch die Internetadresse drauf. Es gibt Flyer, ihr könnt euren Freunden Postkarten von hier schicken. Die gibt es kostenlos für euch. Und ansonsten Zeitschriften und Infomaterial mit allem, was hier noch zu finden ist.
Und hier auch der Veranstaltungsplan, jetzt zum Beispiel für über den Jahreswechsel. Und was auch toll ist, ihr könnt euch hier die Campercard besorgen. Wenn ihr 10-mal hier wart, dürft ihr das 11. Mal kostenlos wiederkommen. Also die Nacht, die 11. Nacht. So, zeigen wir euch jetzt den Sanitärbereich. Hier habt ihr Handwaschbecken mit Seife, Duftspender und einem Handtrockner. Hier haben wir große geräumige Duschen. Und ich finde die Duschen mega, weil ihr oben den breiten Duschkopf plus den separaten Handgriff noch habt. Das Wasser ist gut temperiert. Ihr könnt es euch selber regeln. Der Strahl ist spitze. Und ja, so kann der Tag starten oder der Abend aufhören. Wie gesagt, 2 Duschen, eine Damentoilette, eine Herrentoilette, auch modern mit 2 harten entsprechenden Equipment, was man braucht. Alles immer picobello sauber und nett angelegt. Also hier, das passt hier zu der ganzen Optik von der Ranch. Alles ein bisschen rustikal gehalten, aber das hat auch seinen ländlichen Charme. Mega! Parzellen sind reichlich groß. Ihr fahrt oder steht mit eurem Mobil hier auf diesen Rasengitterstangen, die man gerade nicht sieht, weil der Rasen nicht so gemäht ist. Und die Parzellen haben Platznummern, die ihr auf eurem Anmeldeformular entsprechend notiert. Da sind sie. Ich habe sie erst nach 48 Stunden gesehen. Okay, und das nach freundlichem Hinweis. Strom zeigen wir euch gleich. Da suchen wir uns ein freies Plätzchen, wo keiner steht, um niemanden zu stören. Hunde sind hier erlaubt. Die sind an der Leine zu führen. Aber so ein Hundi will ja mal auch ohne Leine laufen. Und dafür gibt es diesen schönen Hundespielplatz. Hier habt ihr eine Hundetobewiese. Und hier kann euer Hundi entsprechend seine Runde drehen. Oder mit anderen Hunden spielen. Angesichts der 3 Wochen Dauerregen und dem ganzen Hochwasser, was wir ja überall haben momentan, ist der Fahrweg super, super verdichtet. Der ist geschottert. Es steht nirgendwo eine Pfütze. Du siehst keine Wasseransammlung und selbst die Rasenflächen machen nicht dieses bekannte, wenn du drüber gehst und hinterlässt Wasser. Also auch hier super verdichtet und ich weiß nicht, ich denke mal nur verdichtet, ne? Das ist so. Und ja, da wird auch wahrscheinlich Sand drunter sein. Sand drunter. Hier haben wir die Stromsäulen mit 6 Ampere abgesichert. Ihr steckt euer Kabel rein und los geht's. Ganz unkompliziert. Auf dem Gelände befindet sich dieser Aufenthaltsbereich für die Camper mit einem Außengelände, wo ihr euch zusammensetzen könnt und entsprechend Stehtischen, falls ihr hier eure Grille aufbaut. Erlaubt ist nicht Holzkohle, Gas, Elektro ist erlaubt, also ihr dürft auch grillen. Und innen drin habt ihr eine wirklich tolle Lounge, wo ihr gemütlich zusammensitzen könnt. Wir sind momentan mit weiteren Mobilisten hier und haben hier gestern gemeinsam Kaffee getrunken und auch abends nochmal nach der Live-Musik bis nach Mitternacht gemütlich zusammengesessen. Im Moment ist es hier drin natürlich nicht beheizt, aber es gibt diesen bulligen Ofen und drüben noch einen Carbidofen, den ihr anfeuern könnt. Holz ist in dieser Lore hinten genügend drin. Ansonsten sollte es fehlen, beim Betreiber Bescheid sagen. Ihr findet hier Kicker und Gesellschaftsspiele. Also auch so, wenn man nur zu zweit unterwegs ist, kann man es sich hier gemütlich machen, wenn man sich nicht im Wohnmobil aufhalten möchte. Es gibt eine Hausbar mit den unterschiedlichsten Getränken, von alkoholfrei über verschiedene Biere, wo ich schon gesagt habe, eigentlich trinke ich kein Bier, aber das würde ich jetzt glatt mal probieren. Über Weine mit sehr, sehr moderaten Preisen, wo die Flasche Bier mit 1,50 und ich glaube die Flasche Wein
ja, mit 8 Euro zu Buche schlägt. Also alles da. Selbst Gläser solltet ihr, die nicht mit haben. Einfach das Geld hier ins Kassettchen werfen. Es ist an vieles gedacht. Selbst Kleiderbügel, wenn ihr eure Jacken aufhängen wollt, sind hier. An der Stelle auch ein Danke nochmal an die lieben Betreiber, an Jan und Cory, für ihren Weihnachtsgruß mit den bereitgestellten Waffeln und der Kokomel. Hat uns heute Nacht prima geschmeckt. Deshalb ist auch jetzt nicht mehr so viel da. Hier habt ihr einen ganzen Schrank noch voll mit den unterschiedlichsten Gesellschaftsspielen, inklusive einem Boccia. Und da kann man sich dann schon gesellig zusammensetzen. Und ich sag mal, so ein Raum ist natürlich prima, gerade in der kälteren Jahreszeit oder auch im Sommer, wenn es regnet, um Kontakt zu anderen Campern zu schließen und Erfahrungen auszutauschen, weil jeder von uns ja seine Erfahrungen unterwegs gemacht hat. Finden wir toll. Und die Kulisse inklusive dem echten, vielleicht schon 20 Jahre alten Schinken, ist grandios. Urig beleuchtet, wir blenden euch mal einige Bilder von abends ein. Ein neues Projekt und es kommen wohl noch weitere, ich nenne die immer Hobbithäuser oder ein bisschen sehen die auch aus wie in Dänemark, diese Mobilsaunen, die am Strand überall standen, sind diese Holzhäuser mit einem Doppelbett, also einem französischen Bett drin, zwei Sitzwürfel, einem kleinen Tisch, wo man entsprechend dann, wenn man kein Camper ist oder einen Camper begleitet, seine Zeit verbringen kann. Du sitzt hier draußen schön urig, liebevoll eingerichtet und wie gesagt, wenn die Bäume noch grün sind, mitten im Grünen. Da sind noch zwei Betonplatten gegossen nebenan. Ich denke mal, dass da noch weitere Hütten hin sollen. Momentan sind es 4 Stück und Preise müsstet ihr mal auf die Homepage schauen. Die weiß ich jetzt leider nicht. So, der Platz ist aber noch nicht fertig. Er hat noch ein weiteres Highlight. Und wenn ihr noch ein bisschen Auslauf braucht oder euch irgendwie zusammensetzen wollt in gemütlicher Rasenatmosphäre, habt ihr hier mehr als ausreichend Platz, euch noch hinzusetzen. Es gibt wieder einen großen Tisch und einen noch größeren Ofen und noch dickere Holzscheite, um den anzufeuern. Und was ich mega fand, war, abends sind die Blumenkübel auch noch beleuchtet. Unser Fazit zur Camper Ranch Oetje, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich habe es ja mit den Worten, ist ein wieder mit Liebe angelegter Platz, super für Camper gemacht, mit allem, was man braucht, um sich wohlzufühlen, mega, mega unkompliziert, also unkomplizierter geht es fast gar nicht. Also hier ist alles wieder, man merkt, die ganze Familie mit Herzblut dabei, super liebe Betreiber. Man kommt auch so halt durch die Gegebenheiten, die hier mit den geselligen Plätzen sind, mit anderen Campern in Kontakt, wenn man es möchte. Und sehr, sehr ruhig und definitiv im Sommer für uns auch nochmal eine Adresse anzufahren. Kommt mal hierher, überzeugt euch selbst davon, wie chillig es hier ist und wie toll die Atmosphäre. Vor der Ecke direkt ist ein Knotenpunkt, damit ihr eure tollen Fahrradtouren machen könnt. In 1,5 oder 2 Kilometern ist der Ort näher mit einem Discounter, mit dem großen A davor, den wir kennen. Und ansonsten gibt es auch schon mal, wie gesagt, vorne im Lokal lecker, lecker Essen zu sehr moderaten Preisen. Kommt her und lasst uns ein Like da und schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr hier wart, ob ihr auch alles so vorgefunden habt, wie wir es euch beschrieben haben. An der Stelle macht's gut, bis zum nächsten Stellplatz und nicht vergessen, die Umgebung zeigen wir euch natürlich auch in dem anderen Video, wie immer. Schaut in die Playlist Niederlande. Macht's gut. Ciao. Ciao.